Jo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Unge, ich habe gestern deine Ansage gegen mich gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, Grüße gehen an dich raus, Alter. Ich habe übelst Angst gehabt, dass ich irgendwas verkehrt gemacht habe, weil ich ja auch sehr viel rumgeheult habe in der letzten Zeit. Und ich weiß, das hat dich immer ein bisschen genervt, dass ich immer so geweint habe oder so. Ich dachte, jetzt kriege ich die übelste Ansage von dir. Dann habe ich so angeklickt, dann auch so übelst diese Trauerstimmung und dann, oh nein, was ist jetzt los? Und dann auf einmal so der Cut, so, und dann auf einmal gute Laune. Und dann erzählst du, dass ich dich Sport motiviert habe. Und da gehen erstmal übelst die Grüße raus. Wirklich, das hat wirklich, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich erst dachte, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und dann sagst du einfach, dass ich dich motiviert habe. Obwohl du der damals warst, der mich einfach aus der Scheiße rausgeholt hat, aus der kompletten Demotivation, und deswegen pusht mich das einfach doppelt, das zu hören. Grüße gehen an dich raus und auch an Nilo, Grüße gehen auch an dich raus. Pass schön auf die Wohnung auf. Das ist absolut merkwürdig zu sehen, dass jetzt einfach jemand in der Wohnung ist, wo ich 4 Monate gewohnt habe. Keine Ahnung, aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, das hier sind meine 2 Trainingspartner. Ich habe die nicht ohne Grund mit drin genommen. Das ist einmal der coole Wu. Jo. Ja, der macht schon... Klären wir gleich. Der macht schon seit 12 oder 13 Jahren hier Fitness und der hilft uns beiden so ein bisschen auf die Sprünge. Wir machen auch immer so einen Dreiersplit, aber bevor ich jetzt hier darüber weiterrede, das ist mein lieber Kumpel Paul Wischnowski und auch Trainingspartner. Ich sag das deswegen, weil er keinen richtigen Username hat. Du brauchst einen richtigen Username, Alter. Irgendwas, nicht dein Vor- und Nachnamen. So ist es blöd. Gerade nichts gegen deinen Nachnamen, aber Wischnowski, das merkt man sich halt auch nicht. Ich weiß, das ist ganz komisch. So, wir kennen uns jetzt seit 2016 und so langsam kommt es hin. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier auch nicht groß drum herum reden. Hier erstmal Sporttasche wie so eine Handtasche drum und immer so. Wir ziehen auf jeden Fall mega durch. Das ist einfach so ein befreiendes Gefühl, nach dieser Down-Phase jetzt endlich wieder Sport zu machen. Wir gehen alle 2 Tage und wir haben das jetzt schon seit 2 Wochen durchgezogen. Zum großen Dank auch, großen Dank auf jeden Fall an ihn an der Stelle, weil er uns da einfach so, wie gesagt, schon auf die Sprünge hilft, weil wir haben gar keine Ahnung. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich habe keinen Plan. Am liebsten würde ich 15 Minuten aufs Laufband gehen und dann so, ey, dicker Fitness durchgezogen. Aber ich kann schon nicht reden, weil ich beides gleichzeitig mache, Laufen und Dingsen. Aber das soll ich noch großartig sagen. Ich wollte eigentlich nur Unge grüßen an dieser Stelle. Vielen Dank für deine motivierenden Worte. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder auf Madeira und pumpen denn und sind beide vielleicht schon auf so einem Stand. Vielleicht holen wir uns beide mal irgendwie so einen Personal Trainer oder sowas für 2-3 Wochen, dass wir dann richtig auch auf unser Gewicht angepasst trainieren können. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wir müssen jetzt richtig fett pumpen. Zeigt mal eure Arme. Ja. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Grüße gehen raus an Unge und Nilo.